Eine Heilanstalt wird zur Tötungsanstalt. Pirna Sonnenstein ist im Nationalsozialismus Teil eines geheimen Plans. Gezielt ging es darum, Menschen zu beseitigen, so schnell wie möglich, die nicht dazu gepasst haben. Die Todesurteile gefällt von Ärzten der Aktion T4. Die dann darüber entschieden, ob derjenige in einer Gaskammer umgebracht wurde. Das Schicksal tausender Menschen, jahrzehntelang fast vergessen. Es hat keiner gewusst. Und ich habe auch meine Mutter gefragt, hier sind so viele Leute vergast worden und so. Nein. Mir ist es wichtig, dass man halt nicht vergisst, also dass man Anteil nimmt, weil es sind Menschen, denen sind schreckliche Dinge passiert. Eine von ihnen, Martha Kaspar. Als ihr Tagebuch auftaucht, beginnt ihre Nichte mit der Spurensuche. Das hat mich tief berührt. Man steigt ja in ein Leben ein und in eine andere Zeit. Also man hätte weinen können. Was ist damals genau geschehen auf dem Sonnenstein? Die Altstadt von Pirna. Gelb? Wollen wir gelb? Oder? Eine bunte Spur aus Kreuzen zieht sich über das historische Pflaster. Jedes soll an einen von fast 15.000 Menschen erinnern, die 1940-41 innerhalb weniger Monate in Pirna ermordet wurden. Immer wieder aufs Neue nimmt es mich mit. Und das nochmal sozusagen vor Augen geführt zu bekommen, wie viele Kreuze wir sprühen müssen, damit es sozusagen den Menschen dort gerecht wird oder im Ansatz gerecht werden kann, was dort passiert ist, das ist wirklich, ja, krass. Quinn Bente macht sein freiwilliges Jahr in der Gedenkstätte Sonnenstein. An dem Ort, an dem einst Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen als lebensunwert stigmatisiert und getötet wurden. Es ist so unmenschlich, was da passiert ist. Und dieses Unmenschliche zu erforschen und diese Gedankengänge zu verstehen, was ist damals in den Menschen vorgegangen, was hat die getrieben, dass es so weit kommen konnte. Die Kreuze verblassen, müssen immer wieder aufgefrischt werden. Eine Spur bis zu dem Ort, an dem das Unvorstellbare geschehen ist. Es ist hier wirklich auf dem Sonnenstein in Pirna, vom Zentrum 10 Viertelstunden zu Fuß entfernt. Und das hat mich doch sehr schockiert. Und also, ja, also nicht im Wissen, aber schon in dem Ausmaß, dass die Bewohner das hätten mitkriegen können, was sie ja auch zum Teil getan haben. Und dass das dann, naja, egal gewesen ist in dem Sinne. Das Schloss Sonnenstein thront hoch über der Stadt Pirna an der Elbe. Im Mittelalter Festung, heute Landratsamt und Touristenmagnet. Doch ein versteckter Teil des Areals wird im Nationalsozialismus zum Ort des Grauens unter dem Deckmantel der sogenannten Euthanasie, den zentral koordinierten Krankenmorden. Was ist hier damals passiert? Diese Frage lässt Brigitte Wiebelitz aus Markleeberg nicht los. Sie ist in ihren Heimatort zurückgekehrt, Großharthau, 30 Kilometer von Pirna entfernt. Hier begann auch das Leben ihrer Tante Martha Kaspar. Es endete im Juli 1941 in Pirna Sonnenstein, in der Gaskammer. Gemeinsam mit ihren Cousinen und ihrem Großneffen beschließt Brigitte Wiebelitz, ein Familiengeheimnis zu lüften. Es war ein Tabu. Aber war das ja nicht angenehm, dass man sagen musste, also Hitler hat auch eine von uns, ne, auf dem Gewissen sozusagen. Dann war der Grund, warum das Ganze so explodiert ist in den Jahren, der war ja auch nicht angenehm. Ich kann mir vorstellen, es war auch ein gewisser Makel da. Die Verwandtschaft hat nicht drüber reden wollen. Die Nachbarn haben vielleicht drüber geredet, aber nie mit einem selber. Und jetzt, wo wir alle älter geworden sind, haben wir gesagt, also jetzt müssen wir es aber nur mal aufklären. Was ist denn nun? Ja.
Großneffe Frank Kaspar durchforstet Archive und Krankenakten. Ich habe nämlich was noch mitgebracht. Und dann taucht auf dem Dachboden das Tagebuch von Martha auf. Das hat mich tief berührt. Man steigt ja in ein Leben ein und in eine andere Zeit. Also, und das dann wirklich vor dir zu liegen, zu haben, man hätte weinen können. Also, ja. Das Tagebuch beginnt 1911. Martha ist eins von 7 Kindern, sensibel. Ihr Traum, Porzellanmalerin werden. Doch die Landwirtschaft bestimmt das Leben. Es wird nun nicht mehr lange dauern, bis ich 18 bin. Es will mir gar nicht so recht in meinem Heimatort gefallen. Nicht, dass ich sie nicht lieb hätte, meine Heimat. Oh nein, im Gegenteil. Und doch ist es, als müsste ich weit fort, um nicht immer diese Menschen zu sehen, die mich bekritteln, weil ich nicht so bin wie dieser, nicht so lustig bin und mich nicht so ungeniert unterhalten kann wie sie. Also, muss ich schon gemerkt, also Nancy war anders. Sie war auch künstlerisch begabt. Ja, das, ja. Also sie hat auch durch die Zeit, in der sie lebte, die Zeit war nicht günstig für sie. Mhm. Dann lernt Martha einen jungen Mann kennen. Martin. Ach, wie lieb wir uns haben. Wir wollen nie mehr auseinandergehen. Martin sagt immer, wir wollen heiraten. Doch 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Martin wird eingezogen. Martha muss zum zukünftigen Schwiegervater auf den Hof ziehen, soll helfen. Dem alten Herrn hat es gefallen, dass eine junge Magd im Hause war, eine junge Frau. Und dort sind Übergriffe entstanden. Die Aussicht, in Zukunft mit dem Schwiegervater auf einem Hof zu leben, setzt Martha zu. Als Martin von der Front zurückkehrt, um zu heiraten, hat sich die junge Frau verändert. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden seit Jahrhunderten stigmatisiert. Historiker Boris Böhm forscht zur Geschichte des Sonnensteins. Und hier läuft lange Zeit vieles fortschrittlicher. Im Jahr 1811 entsteht unter dem Arzt Ernst Gottlob Pienitz aus der alten Festung eine moderne Heilanstalt für seelische Erkrankungen. Der alte Festsaal. Heute kommt hier der Kreistag zusammen. Damals Ort für gesellige Aktivitäten, die dazu beitragen sollten, den Geist zu stärken. Ein neuer Ansatz in der sich gerade erst entwickelnden Psychotherapie. Wenn man Revue passieren lässt, dass viele dieser Menschen davor in Zellen eingesperrt waren und teilweise ja auch in Ketten gelegt werden, dass sie sich hier vor Ort frei bewegen konnten. Es ist ja für viele dieser Patienten, die hier als chronisch Kranke untergebracht waren, ja oftmals ein Jahre, wenn nicht jahrzehntelanger Aufenthalt gewesen. Und dieser Saal diente eben auch mit dazu, ihnen das Leben sozusagen ein Stück weit zu erleichtern, zu verschönern. Aber es ist eben ein Bemühen um diese Menschen gewesen und vor allen Dingen dieser andere Behandlungsansatz, dass die Menschen sich viel in einer freien Natur bewegen sollen, dass sie aktiv sein sollten. Anfang des 20. Jahrhunderts entstehen neue Gebäudekomplexe und Parkanlagen. Für immer mehr Patienten. Auch eine eigene Anstaltskirche wird erbaut. Der wirklich genialste Blick ist tatsächlich vom Turm der Anstaltskirche. Ist aber schon 2 Jahrzehnte überhaupt nicht mehr betretbar. Also ist sozusagen jetzt Paradies der Tauben geworden. Spaziergänge im Park, Malen, Wasseranwendungen. Das ist neu und in der Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein ein wichtiger Teil der Therapie. Und das, muss ich sagen, begeistert mich auch ein Stück weit. Man denkt immer, das ist 200 Jahre her und ja, was soll da schon passiert sein und so weiter. Es ist unglaublich viel passiert und wie gesagt, für mich ist das das Wichtigste,
die Hinwendung zum Menschen, der individuelle Therapieversuch, aber natürlich auch, dass die sächsische Psychiatrie in diesem Zusammenhang im 19. Jahrhundert also auch ein unglaubliches humanistisches Potenzial gehabt hat und dass das auch über viele Jahrzehnte, wenn man nicht sagen will, sogar über ein Jahrhundert im Interesse vieler Menschen zur Geltung gekommen ist. Und ich denke, gerade diese Ambivalenz hier vor Ort herauszuarbeiten, ist eben doch besonders wichtig, ne? Um zu sagen, es ist eben auch anders möglich gewesen. Hilfe hätte auch Martha Kaspar gebraucht. Aus Akten schlussfolgert ihre Nichte Brigitte Wiebelitz, Martha wurde kurz vor ihrer Hochzeit vom zukünftigen Schwiegervater missbraucht. Am Tag der Hochzeit flieht sie in die Massenei, ein Waldgebiet in der Nähe ihres Wohnortes. Für Martha war der Wald eigentlich ein Schutz geworden. Weil sie hat diesen Schutz gesucht, als sie menschlich nicht mehr weiter wusste. Und hat sich, anstatt zum Traualtar zu gehen, an ihrem Hochzeitstag, ist sie in die Massenei gelaufen und hat sich versteckt. Und dort wurde sie dann am zweiten Tag danach gefunden, unter einem Strauch. Total verunsichert und nicht mehr alle Sinne beisammen. Die Hochzeit wird abgesagt. Anvertrauen kann sich Martha in dieser Zeit nicht einmal ihrem Tagebuch. Der Brand in ihr muss so groß gewesen sein, dass sie niemanden vertraut hat, niemanden sich anvertraut hat und einfach weggerannt ist. Ja, und das hat ihre Seele sicherlich völlig zum Kippen gebracht. Martha geht es immer schlechter. Ihre Tagebucheinträge werden immer unglücklicher. Verstoßen, gehetzt, gefroren bis ins Mark. Das war mein Leben. Anfang der 1920er Jahre lässt sie ihr Hausarzt das erste Mal in eine Anstalt einweisen. Er vermerkt, dass es in der Familie bereits Fälle gab von sogenannter Geisteskrankheit und Suizid. Ein Hinweis, der ihr zum Verhängnis werden wird. Thomas Schilter ist Psychiater, in Pirna aufgewachsen, lebt heute in Berlin. Schon als Abiturient beginnt er, sich auseinanderzusetzen mit einem der grausamsten Kapitel der Medizingeschichte. Unweit der heutigen Berliner Philharmonie steht 1939 die Villa Tiergartenstraße 4. Hier werden damals Pläne geschmiedet, die die Ermordung unzähliger Menschen bedeuten, die als unheilbar krank gelten. Die Aktion T4, benannt nach der Tiergartenstraße 4. Es ist eigentlich unvorstellbar grauenhaft, die Vorstellung, dass Psychiater ihre eigenen Patienten umbringen. Die Grundlage, die Ideologie der Rassenhygiene, mit dem Ziel, vermeintliche Erbkrankheiten und sogenannten minderwertigen Nachwuchs zu verhindern. Und das war der Keim, der schon in der Jahrhundertwende gelegt wurde und der dann durch die Radikalisierung im Nationalsozialismus zu der Konsequenz führte, eben zur Aktion T4 und zur Ermordung der psychisch Kranken. Mit Propaganda werden Ängste geschürt und Neid erzeugt. Der NS-Film Erbkrank rechnet bereits 1937 vor, welche wirtschaftliche Belastung Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen in den Anstalten darstellen. Als im Oktober 1939 die Planung des systematischen Mordes im Rahmen der Aktion T4 beginnt, ist auch in Pirna beteiligt, Hermann Paul Nitsche. Er leitet ab 1928 die Anstalt Sonnenstein und er verändert sie.
Früh schon hat er sich der rassenhygienischen Ideen verschrieben. Der hat die Zwangssterilisation in Pirna Sonnenstein durchgeführt. Der hat eine Hungerkost eingeführt für arbeitsunfähige, unheilbare Patienten. Und ging letztlich nach Auflösung der Heil- und Pflegeanstalt Pirna Sonnenstein 1939 dann nach Berlin zur T4-Zentrale. Die Zentrale fordert Meldebögen zu Anstaltspatienten an, die als unheilbar krank gelten. Dazu gehören auch Diagnosen wie Schizophrenie, Epilepsie und Demenz. Vor allem die Arbeitsunfähigkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die T4-Ärzte in Berlin. Die bekamen letztlich die Patienten, um die es ging, nie selber zu Gesicht, sondern sahen lediglich diese Meldebögen, die dann darüber entschieden, ob derjenige in einer Gaskammer mit Kohlenmonoxidgas umgebracht wurde. Insgesamt entstehen 6 Tötungsanstalten. Eine davon in der 1939 geschlossenen Heilanstalt Sonnenstein. Streng geheim, in einem abgelegenen Bereich, beginnt 1940 das massenhafte Morden. Verharmlost als Gnadentod. Melanie Wahl führt fast täglich Besuche durch den Tötungskeller. An dieser Stelle muss ich mal kurz Luft holen, weil ich das ist, mir kann hier niemand mehr erzählen, dass das in einem guten Gedanken und um eine Erlösung von einem Leid ging oder wie auch immer. Ne? Also es ist eh schwierig, das bei dieser Menge an Menschen zu sagen, aber spätestens in dem Moment soll es eigentlich jedem klar werden, dass das hier nur darum ging, Menschen zu beseitigen. So schnell wie möglich, die nicht dazu gepasst haben. Die Patienten kamen an im Glauben, dass sie hier in eine Heil- und Pflegeanstalt aufgenommen werden. Und so hat man das auch gestaltet. Sie sind zum Arzt geführt worden. Der Arzt hat sie untersucht. Die Ärzte haben an der Stelle bereits eine Todesursache festgelegt, eine gefälschte Todesursache, die man im Nachgang dann den Angehörigen mitgeteilt hat. Die Patienten wurden dann in den Kellerbereich geleitet, in den Warteraum. Dort standen Bänke bereit, Handtücher lagen bereit und die Patienten mussten sich entkleiden oder wurden entkleidet und sind dann in den nächsten Raum geführt worden. Das war eine als Dusche getarnte Gaskammer. Ein Tötungsarzt öffnet den Gashahn und beobachtet durch ein Sichtfenster das Sterben. Man hat die Leichen zunächst rausgeräumt aus der Gaskammer. Die erste Aufgabe dieser sogenannten Leichenbrenner war zu gucken. Es hat dieser Mensch Goldzähne, die wurden in Leichen rausgebrochen, die hat man eingeschmolzen. Und dann wurden die Leichen verbrannt. Ob Leichenbrenner, Tötungsarzt oder Sekretärin. Das Personal wohnt auf dem Sonnenstein. Soll möglichst keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Alles soll geheim bleiben. Es war ein riesiger Bürokratieapparat. Für jeden Menschen, der hier umgebracht worden ist, wurde ein Trostbrief geschrieben an die Angehörigen mit gefälschtem Todesdatum, gefälschter Todesursache. Auch der Todesort ist falsch. Nachforschungen somit unmöglich. Dann hat man die Menschen hier umgebracht und im Nachgang die Krankenakte einem Kurierdienst mitgegeben, der die ganze Woche zwischen den Tötungsanstalten und der Zentrale in Berlin unterwegs war und die Krankenakten in eine andere Anstalt gebracht hat. Und dann wurde der Tod in einer anderen Anstalt beurkundet. Und dann haben die Angehörigen eben aus, neben den vielen anderen gefälschten Angaben zu den Todesumständen, auch noch nicht mal den richtigen Sterbeort erfahren. 13.720 Menschen, zumeist mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen. Ein Massenmord. Dazu kommen mehr als 1.000 Häftlinge aus Konzentrationslagern, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht über eigene Gaskammern verfügen. Auch sie werden in Pirna Sonnenstein ermordet. Der 19-jährige Quinn Bente gedenkt heute in Pirna der vielen Opfer auf dem Sonnenstein. Ein Kreuz für einen Getöteten. Für mich ist es ein Mensch, eine Biografie, eine Geschichte. Die haben, finde ich, eine unglaubliche Macht, die sie ausstrahlen, weil sie einfach bunt sind, wie die Menschen, die dort ermordet worden sind und wie bunt die Menschheit jetzt noch heute ist.
Fester Bestandteil ihrer Aktion ist eine Gedenkminute für die Opfer. Gemeinsam wird aus den Biografien gelesen. Die Idee zur Gedenkspur hatte der Künstler Christoph Hampel 2002. Umgesetzt wird dieses aktive Gedenken von Angela Tomalka von der Aktion Zivilcourage. Mich persönlich berührt das ganz, ganz doll. Und mir ist es wichtig, dass man halt nicht vergisst, also dass man Anteil nimmt, weil es sind Menschen, denen sind schreckliche Dinge passiert. Und das ist einfach meine Motivation, dass man immer daran gedenkt, dass sie ausgeliefert waren und teilweise, ne, vielleicht auch aufgrund ihrer Geisteszustände nicht mal in der Lage waren zu fassen, was passiert hier mit ihnen. Als Martha Kaspar in den 1920er Jahren erstmals in eine Anstalt eingewiesen wird, ist sie noch voller Hoffnung. Ihre Spurensuche auf dem Weg ihrer Tante führt Brigitte Wiebelitz nach Großschweidnitz, 60 Kilometer von Pirna entfernt. Innerhalb von 2 Jahrzehnten wird Martha immer wieder hier eingewiesen, hält ihre Gedanken im Tagebuch fest. Durch schlechtes Gerede war ich in die Landesanstalt gekommen. Der Herr Doktor hatte mich hingeschafft. Es war sehr schön in der Anstalt Großschweidnitz bei Löbau. Ich werde die Schwestern alle, die mich dort gepflegt haben, nicht vergessen. Ich bekomme jetzt auch wieder Rente. So ist man doch aus der allergrößten Not heraus. Wer so allein in der Welt steht wie ich, der muss froh sein, etwas zu bekommen, was einem wenigstens auf die Beine hilft. Irgendwann enden die Tagebucheinträge. Marthas Zustand verschlechtert sich immer weiter. Auf dem heutigen Krankenhausgelände führt Maria Fiebrand von der Gedenkstätte Großschweidnitz Brigitte Wiebelitz zu Haus 35, wo ihre Tante zuletzt untergebracht war. Das ist eher für unruhige Kranke, die also störend waren, pflegeaufwendig, teilweise auch aggressiv gegenüber anderen Patienten, aber auch dem Pflegepersonal, also die betreuungsaufwendiger waren, wenn man so will. Ja. Das ist das Puzzleteil, dass in dieser 35, in dieser Station eben die unruhigen und aggressiven Patienten waren, was mit der Steigerungskomponente bei Martha sich deckt. Aufsässig steht da in einem Schriftstück, aufsässig. Und naja, die wird eine besondere Behandlung bekommen haben. Und wenn sie hier in großen Sälen war oder 8 bis 10 Betten in einem Zimmer, naja, da kann man sich auch vorstellen, wie viele Behandlungen sie erfahren hat. Ich denke eher wenig. Also am Ende ist ja dann noch eingetragen Endzustand, also Schizophrenie und Endzustand. Ja. Dann kann man davon ausgehen, dass nicht mehr therapiert wurde. Ja, ja. Das. Mit der Aktion T4 wird Großschweidnitz zur Zwischenanstalt für Pirna Sonnenstein. Zwischenanstalten waren die Anstalten, die Patienten in die Tötungsanstalten weiterverlegten. Also eine Zwischenstation sozusagen in den Tod, in die Tötungsanstalten der T4. Der Vermerk in ihren Unterlagen, dass ihre psychische Erkrankung erblich und nicht heilbar ist, für Martha Kaspar ist er wohl das Todesurteil. Das ist das Abgangsbuch. Da sind alle Patienten, die die Anstalt verlassen haben, eingetragen. Abgang im Sinne von verstorben oder verlegt. Ne? Ja. Und was Sie sehen hier, diesen Stempel, ne? Das sind alles Transporte. Also der kommt ja nochmal, genau, dieser Stempel im Sammeltransport. Ach, hier in Sammeltransport verlegt. Genau. Der kommt immer wieder und zeigt die T4-Transporte an. Ne? Am 2.7.1941 wird Martha Kaspar mit einem der letzten Sammeltransporte verlegt. Das ist im Juli 1941, das heißt, die Morde gehen schon ein Jahr. Ja. Und die ersten Gerüchte gibt es schon 1940. Also, und diese Unruhe unter den Patienten, die ganzen Zwischenverlegungen laufen einfach schon so lange. Sodass sie zumindest mit einem unguten Gefühl ganz sicher Großschweidnitz verlassen hat. Für die Aktion T4 werden spezielle Busse eingesetzt, die Fenster blickdicht. So fährt Martha mit 26 weiteren Menschen nach Pirna Sonnenstein in den Tod.
Ein längerer Aufenthalt wie zu Zeiten der Heilanstalt ist nicht vorgesehen. Die Menschen werden meist noch am Tag ihrer Ankunft ermordet. Melanie Wahl von der Gedenkstätte unterwegs zu einem Ort, der ihr besonders nahe geht. Hier wurde die Asche der Opfer einfach entsorgt. Wir sind am Fuß des Elbhangs. Das ist für uns heute das Gräberfeld, wo menschliche Aschereste gefunden worden sind. Und dementsprechend ist es der letzte Ort, an dem die Leichen sind, und der letzte Ort der Menschen, die hier umgebracht worden sind. Unbegreiflich, weil das schon 100 Jahre lang auch eine Anstaltsdeponie war. Und Deponie ist nun mal eine Müllkippe. Und das ist das, diesen Widerspruch, den ich in meinem Kopf nicht zusammenkriege. Die Morde auf dem Sonnenstein enden im August 1941. Das systematische Töten in den T4-Anstalten war nicht völlig geheim geblieben, fiel auf. Nach Kritik, besonders aus Kirchenkreisen, wird die Aktion offiziell eingestellt. Auch wenn in den Anstalten des Reichs weiter mit Überdosierung von Medikamenten oder Nahrungsentzug gemordet wird, in Pirna werden Gaskammer und Öfen zurückgebaut, alle Spuren verwischt. Nach dem Krieg werden nur wenige der an der Mordaktion Beteiligten zur Verantwortung gezogen. Der Pirner Arzt Hermann Paul Nitsche, mitverantwortlich für die Aktion T4, wird 1948 hingerichtet. Wie geht Pirna mit diesem schweren Erbe um? Da haben Leute gewohnt und die haben hier hochgeguckt. Die Bäume, die wir jetzt hier sehen, die waren damals nicht da. Mir kann niemand erzählen, dass man das nicht gesehen hat, dass hier irgendwas passiert, dass man es nicht gerochen hat, dass man sich da nicht zumindest mal eine Frage stellt, was passiert denn da? Nach dem Krieg wird kaum noch über die Verbrechen gesprochen. Mit Gründung der DDR beginnt eine neue Ära auf dem Sonnenstein. Auf dem Gelände der ehemaligen Heil- und späteren Tötungsanstalt entsteht ein Großbetrieb und daneben ein Neubaugebiet. Hier arbeiten und leben auch Johannes Kegel, Gudrun Gimm und Eberhard Walter. Von den Verbrechen, die auf dem Sonnenstein begangen wurden, erfährt die Nachkriegsgeneration erst einmal nichts. Wo jetzt diese Gedenkstätte ist, das war innerhalb vom Betrieb. Da, wo die Verbrennungsöfen gestanden haben, da hatten wir, irgendwelche Unterlagenverwaltung. Es hat keiner gewusst. Und ich habe auch meine Mutter gefragt, die arbeitete in der Zeit im Krankenhaus. Ich sage, ihr müsst das doch gewusst haben. Hier sind so viele Leute vergast worden und so. Nein. Im Nachgang. Also es ist schon noch schütternd. Das Strömungsmaschinenwerk, das sich hier befindet, es ist nur für Mitarbeiter zugänglich. Ja, das sind ganz viele guten Erfahrungen. Der ganze Betrieb war rundherum eine dicke Mauer und es gab zwei Eingänge nur dort und es kam auch nicht jeder rein. Also das war immer, wir waren in Betrieb, der ein Stückchen privilegiert war. Der VEB fördert auch Freizeitaktivitäten. Im betriebseigenen Videoclub lernen sie sich kennen. In besonderen Räumen. Unser Filmstudio war untergebracht in dem ehemaligen Schloss. Das gehörte zur DDR-Zeit mit zum Strömungsmaschinen. Und da hatten wir sehr viel und sehr ausreichend Räumlichkeiten. Wir hatten auch einen Saal, wo man drehen konnte. Es war eigentlich alles da. Nicht die Industrie, sondern Kunst und Kultur sind ihre Lieblingsthemen. Mit der Kamera begleiten sie so auch den Wiederaufbau der Dresdner Semperoper. Ihr Zuhause ist damals das Neubaugebiet, das ab den 1950er Jahren auf dem Sonnenstein entsteht. Für Tausende Arbeiter des Werkes und der Wismut. Die Hochhäuser des Sonnensteins sind immer noch weithin sichtbar. Und auch heute freuen sie sich, wenn sie in ihrem alten Wohnviertel neue, spektakuläre Blicke entdecken. Also ich habe mal vom Zahn von dem Roten dorthin, oben, von dort aus habe ich fotografiert. Ja, aber jetzt, hier oben auf dem Dach. Premiere.
Über die letzten Jahrzehnte haben die Freunde erlebt, wie sich der Sonnenstein ständig wandelt. Ein 17-Geschosser wird demnächst umgebaut, ein anderer bald abgerissen. Ihren Betrieb, die Strömungsmaschinen, gibt es schon lange nicht mehr. Wie viele Betriebe in Pirna hat er die Wende nicht überlebt. Halt finden Sie im Videoclub, doch auch der ist in den 90ern in Gefahr. Nach der Wende mussten wir ja nur zusehen, wie wir weiterarbeiten konnten. Wir wollten zu der Zeit noch nicht aufgeben, also das kam nie in Frage. Sie gründen sich als Verein. Aus dem Studio im Schloss müssen sie ausziehen. Doch mit der Kamera dokumentieren sie den Wandel des Gebäudes, dessen Zustand sich in den 1990er Jahren immer weiter verschlechtert hatte. Aus dem verfallenen Schloss wird das neue Landratsamt. In einer unwahrscheinlich kurzen Bauzeit von etwas über 2 Jahren ist dieses Riesenprojekt vollendet worden und 2011 im November eröffnet worden. Und da konnten wir dann den Film, den wir darüber gedreht haben, hineinbringen. Und ich denke, das war ein Abend, den niemand vergessen kann, der ihn erleben durfte. Heute ist der Sonnenstein ein Ort, der Einheimische und Touristen anzieht. Der Ausblick atemberaubend. Künstler kommen hierher, wenn der Skulpturensommer stattfindet. Immer wieder sind auch Exponate dabei, die an die dunkelste Zeit des Sonnensteins erinnern. Es war ein langer Weg, bis in Pirna der Mantel des Schweigens gelüftet werden konnte. Berlin. Thomas Schilter, der zur Aktion T4 forscht, ist in Pirna aufgewachsen und arbeitet heute als Psychiater im Stadtteil Lichtenberg. In der Wendezeit hört er das erste Mal von den sogenannten Krankenmorden. Dass in meiner Heimatstadt so etwas passiert war, also in meiner unmittelbaren Nachbarschaft und vor allem, dass niemand in Pirna davon wusste, das hat mich erschüttert und angespornt. Pirna in den 1990er Jahren. Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft. Thomas Schilter lässt die Vergangenheit keine Ruhe. Als Medizinstudent läuft er von Haustür zu Haustür, spricht mit älteren Menschen. Das Erstaunliche war für mich, dass diese Pirna relativ offen reagierten, wenngleich sie auch deutlich machten, dass sie einfach aus Angst vor dem Regime sich nicht trauten, etwas dagegen zu unternehmen. Und viele hatten die Busse gesehen, die die Patienten nach Sonnenstein brachten, hatten diesen schwarzen Rauch gesehen. Es gab also Gerüchte. Mein Eindruck war, wer es wissen wollte, der konnte schon auch wissen. Dennoch bleiben die Morde auch nach dem Ende des Nationalsozialismus jahrzehntelang ein Tabu. Ich sehe so eine gewisse Parallele. Auch Menschen, die an posttraumatischer Belastungsstörung leiden, verdrängen oft das Grauenhafte, was sie eben nicht ertragen können und vergessen es gewissermaßen. Aber nach einer gewissen Zeit kommt es dann eben doch wieder hoch und löst Panikattacken, Stress und Angst aus. Und es ist dann eine Form der Therapie, diese schlimmen Erfahrungen zu integrieren und wieder ins Leben zurückzuholen. Und auch die Stadt Pirna brauchte so eine Therapie letztlich, um diese schlimmen Ereignisse einfach wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu verarbeiten. Nach der Wende soll ein Gedenkort geschaffen werden. Am besten in dem Gebäude, in dem sich die Tötungsanstalt befand. Doch wo genau fanden die Morde statt? Die Täter hatten ihre Spuren vertuscht, der Großbetrieb in der DDR alles umgebaut. Engagierte Bürger gründen das Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein. Unter ihnen auch der Historiker Boris Böhm. Eine aufwendige Spurensuche beginnt. Wir hatten eine Zeitzeugenaussage, wir hatten ein paar Hinweise von der Bevölkerung gehabt, aber
es gab keine absolute Sicherheit, in welchen der vier Gebäude sich tatsächlich die Tötungseinrichtungen befunden haben. Und das Geheimnis ist ja vom Dachgeschoss in Richtung Keller gelüftet worden. 1940 soll es einen Schornsteinbrand gegeben haben. Am Dachstuhl findet ein Experte tatsächlich Rauchspuren und die Reste eines Schornsteins. Im Keller können schließlich die Fundamente der Verbrennungsöfen und die Gaskammer freigelegt werden. Im Jahr 2000 eröffnet die Gedenkstätte. Boris Böhm wird ihr Leiter und widmet sich ganz der Geschichte der Heil- und Tötungsanstalt. Das Frappierende war eben doch, dass ein in Anführungszeichen ganz normales Krankengebäude, was um 1900 gebaut wurde und wo ja nie ein Mensch irgendwo gedacht hat, dass hier mal etwas Schlimmes mit diesen Menschen passieren könnte, dass dieses Gebäude innerhalb weniger Wochen dann sozusagen zu einem Tötungsgebäude für eben diese Menschen umgebaut wurde. Das zeigt es nochmal einfach so besonders krass, wie sich Psychiatrie in schlimmster Weise gewandelt hatte. Die Gruppe der Aktion Gedenksprühen ist inzwischen auf dem Sonnenstein angelangt. Auch hier müssen die Kreuze immer wieder erneuert werden. Gedenken kann nie abgeschlossen sein. Was hat für mich persönlich was mit Verantwortung zu tun? Ich muss Verantwortung für die. Ich trage vielleicht nicht unbedingt die Verantwortung für die Vergangenheit, aber ich trage Verantwortung für die Zukunft. Und das, deshalb finde ich es wichtig, Gedenken zu erhalten und immer weiter fortzuführen. Vor allem Schüler finden über diese Art des Gedenkens einen Zugang zu dem schweren Thema. Aber auch für Thomas Gasch ist es eine Art, sich auszudrücken. Er ist gerade dazugestoßen. Wie mit Menschen, die Einschränkungen haben, umgegangen wird, das treibt ihn um. Mensch bleibt einfach ein Mensch, egal wie er halt physisch beschaffen ist, einfach. Seine Aura und sein Geist charakterisiert jeden auf einzigartige Weise. Jeder Mensch ist einzigartig, aber gleichberechtigt, finde ich. Jeden Menschen individuell zu unterstützen, das wird heute auf dem Sonnenstein gelebt. Direkt neben der Gedenkstätte befinden sich die Pirnar-Werkstätten, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Hier arbeitet auch Thomas Gasch in der Zeit nach einem Schicksalsschlag. Der studierte Umwelttechniker war eine Treppe heruntergestürzt. Ich hatte 3 Monate lang Schädel-Hirn-Trauma und mein Gedächtnis ist extremst mangelhaft. Also es ist schon ein bisschen traurig. Ja, aber das Leben geht weiter. Für ihn ist die Werkstatt auf dem Sonnenstein ein Start. Heute ist er nur noch selten hier, arbeitet inzwischen auf einem sogenannten Außenarbeitsplatz. Beim Landesvermessungsamt digitalisiert er Bücher. Man weiß auch jeden Morgen nicht, was der Tag bringt und ist ein bisschen neugierig. Also gefällt mir gut. Ist ein Riesenfortschritt. Unterstützt wird er auf seinem Weg von Thomas Belz. Er bemüht sich, Menschen in reguläre Arbeitsverhältnisse zu integrieren. Doch nicht für alle ist dieser Weg geeignet. Einige fühlen sich in der Werkstatt gut aufgehoben. Für viele ist das hier ein Platz, wo die sich wohlfühlen und wo sie die Sicherheit haben, hier auch herkommen zu können und zu wollen und sich einfach hier wohlfühlen. Auch Thomas Bilz hat hier seine berufliche Heimat gefunden. Ich komme ja ursprünglich schon auch eher aus dem technischen Bereich und habe die Erfahrung sammeln dürfen durch meinen Zivildienst, dass das für mich schon etwas Beglückenderes ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sodass ich immer noch nach 18 Jahren wirklich Spaß an dieser Arbeit habe und das als etwas sehr, sehr Sinnstiftendes erlebe. Auf seiner täglichen Runde schaut Thomas Bilz auch immer wieder in dem Bereich vorbei, in dem Menschen mit stärkeren Einschränkungen betreut werden. Thomas Bilz ist auch Teil des Kuratoriums Sonnenstein, setzt sich für das Gedenken ein an das dunkelste Kapitel des Sonnensteins, aber auch an die Zeit davor.
Für viele ist es unvorstellbar, dass man nun gerade an diesem Ort so eine Werkstatt betreibt. Wir von unserer Seite her sehen das also genau richtig, dass hier Menschen wieder arbeiten können, also Menschen mit Behinderung. Ja, hängt schon auch ein bisschen mit der Tradition dieses Ortes zusammen. Es war ja hier früher Versorgungsheilanstalt und der Dr. Pienitz hatte damals ja schon sehr, sehr fortschrittliche Ansätze für damalige Zeiten. Und genau deswegen, denke ich, ist es gut, dass an diesem Ort auch wieder gearbeitet wird und dass hier wieder ein Platz gefunden wurde für Menschen mit Behinderung. Und es ist für uns jetzt auch ein Ort, wo eben nie nur gearbeitet wird, sondern wo auch Feste gefeiert werden, wo eben ein ganz normales Leben wieder stattfindet. Brigitte Wiebelitz möchte Frieden machen mit der eigenen Familiengeschichte. Ihre Tante Martha kommt am 2. Juli 1941 in einem Bustransport aus Großschweidnitz auf dem Sonnenstein an. Mehr als 8 Jahrzehnte sind vergangen. Sich gefragt hatte, wer in den Bussen war. Von Quinn Bente erfährt sie, was Martha in den letzten Stunden ihres Lebens widerfahren ist. Das ist die ehemalige Busgarage. Dort hat man die Busse untergestellt, die eben die Patienten in die Tötungsanstalt gefahren haben. Da haben ungefähr 3 Busse Platz gehabt. Das wurde 1941 auch nochmal umgebaut, diese Busgarage, um es da noch effizienter zu gestalten. Dann ist es aber nicht weitergegangen durch diesen fortschreitenden Prozess. Nur wenige Schritte entfernt, im Haus C16, wurde Martha bei ihrer Ankunft von den Ärzten untersucht. Die Ärzteräume, wo die Patienten nach ihrer Ankunft nochmal untersucht worden sind, einfach um zu prüfen, ob es... Die Ärzte haben die Person identifiziert, plausible Sterbeursache gefunden. Und dann sind die relativ direkt weiter in den Waschraum gekommen. Genau, in den Waschraum gekommen und dann in die Gaskammer und dann wurden die ermordet. Der Kontakt mit den Angehörigen gehört für den 19-Jährigen zu den intensivsten Momenten im Freiwilligenjahr. Es hat sie vielleicht auch ein bisschen reifer und älter gemacht, oder? Ja, ja. Weil wenn der Mensch sich so mit so großen Problemen belastet, dann... Wird er also bestimmt auch ein anderer? Ja, ich glaube auch. Also es ist, es ist schon sehr... Sitzt jetzt tief bei Ihnen? Durchaus. Der Weg in den Tötungskeller zur Normalität war der nie. Für Brigitte Wiebelitz endet hier ihre Reise. Ihre Tante Martha Kaspar wird in der Gaskammer ermordet, im Alter von 47 Jahren. Auf einer Tafel erinnern 14.751 Namen an die Menschen, die hier ihr Leben verloren. Menschen wie Martha Kaspar. Meine Verwandte. Und die Namen, die mussten so klein geschrieben werden, weil es einfach so viele Tausende sind. Und wenn Sie das mal bitte hinlegen, ja. Schöner. Sonne, Wärme. Sehr großer Kontrast, ja. Auf ihrer Reise ist Brigitte Wiebelitz ihrer Tante näher gekommen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann denke ich manchmal, ach, hätte sie doch zu meiner Zeit gelebt. Also ich hätte ihr bestimmt 1000-mal geholfen, aus dieser Klemme und aus dieser schlechten Situation herauszukommen. Ich hätte ihr helfen wollen, in jedem Falle. Ob ich es gekonnt hätte, ist eine andere Frage. Und ich habe so ein bisschen spinnerisch gesagt, wenn da oben 1000 Sterne oder Millionen kleine Seelen noch irgendwo sein sollten, dann wird sie das wohl mitbekommen haben, dass wir uns noch mal so um sie gesorgt und gekümmert haben und sie jetzt ganz und gar unser ist.